Hallo meine Lieben, heute mache ich wieder was nach Wunsch. Es wurde gewünscht, dass ich ein Lagman mache, so wie wir das früher in Kasachstan gemacht haben. Dafür nimmt man Fleisch und schneidet das in kleine Würfel. Dann habe ich 100 Milliliter Öl genommen. Das ist jetzt für 8 Personen. Dann mache ich nur eine Teelöffel Knoblauch, nur für den Geschmack. Und danach auch kurz, das muss dann nicht braun, zu braun werden. Dann kommt in heißes Öl das Fleisch rein. Sofort umrühren. Das Fleisch brate ich jetzt schön braun an. Lass ich das jetzt in offenen Topf braten, damit das nicht zu viel Wasser lässt. Und dann auch schneller bratet. So, mein Fleisch habe ich jetzt schön braun angebraten. Das ist so, dann gibt das auch besseren Geschmack, wenn es richtig schön braun ist. Ja, jetzt kommen da Zwiebeln rein. Gesalzen habe ich das auch schon. Ein bisschen das Fleisch. Also, das war jetzt 1 Kilo Putten-Oberkeule ohne Haut und ohne Knochen. Man kann natürlich anderes Fleisch auch nehmen, also Lagman wurde meistens aus Rindfleisch oder Lammfleisch gemacht. Wir haben genommen, was wir gerade hatten. Die Zwiebeln sind mir jetzt angebraten. Ich habe da so zwei, also mittlere, also nicht so ganz große, aber auch nicht ganz kleine Zwiebeln genommen. Da jetzt kommen Möhren, da habe ich auch zwei Möhren, nicht so große genommen. Das vermische ich einfach und mache auch sofort Rettich rein. Das war jetzt bei mir so eine lange, schmale Rettich. Und ich habe die Hälfte davon genommen. Ich denke mal so 300, 250 bis 300 Gramm. Die mache ich auch zusammen mit den Möhren dazu. Und brate das jetzt auch schön an. So, jetzt kommt eine Paprika, ich habe eine ganz kleine genommen. Eigentlich kann man mehr. Ich mache das nicht so, bin nicht so der Paprika-Fan, dass es in den Gerichten viel zu viel Paprika drin ist. Mag ich nicht. Und deswegen habe ich nur so ein bisschen, aber das ist jedem selber überlassen, wie viel er reinmacht. Überhaupt alles, das ganze Gemüse kann man. Also ich mache jetzt so viel und deswegen, ja, man kann es alles halbieren, weniger machen. Möhren, Rettich und Paprika sind jetzt mir ein bisschen angebraten und auch ein bisschen geschmort. Ich mache jetzt noch Kartoffeln, das sind zwei Stück, nicht so große. Die habe ich jetzt. Brate ich ein bisschen mit. Also ich habe ja 100 Milliliter Öl reingemacht. Ich denke mal, dass für so eine große Menge ein bisschen zu wenig ist. Deswegen habe ich hier noch 50, aber ich nehme das nicht alles. Die ganzen, gucke mal ein bisschen. Wenn es dann doch noch zu wenig ist, mache ich noch mal rein. Aber jetzt habe ich die Hälfte davon genommen. Und die Tomaten kommen jetzt rein. Das sind zwei Tomaten. Wenn man gerade keine frischen Tomaten hat, ist ja auch kein Problem. Man macht dann ein bisschen vielleicht mehr Tomatenmark rein. Ja, aber wenn frische Tomaten noch drin sind, dann schmeckt das ein bisschen frischer. Ne? Dann mag ich einfach. Wenn welche sind, dann mache ich rein. Und ich würde jetzt sagen, 2 Esslöffel Tomatenmark, aber Esslöffel passt hier nicht rein. Deswegen mache ich 4 solche Teelöffel da rein. Aber kann schon ziemlich schön hoch sein. Und jetzt zu den Gewürzen. Also ich habe jetzt schwarzen Pfeffer, schon einen ganzen Teelöffel schön hoch genommen. Dann habe ich halben Teelöffel Paprika edelsüß genommen, halben Teelöffel Kreuzkümmel, dann immer so
Nur wirklich nur so eine Fingerspitze Thymian, Oregano und Basilikum. Ja, Basilikum schon ein bisschen so mit drei Fingern genommen. Also ich mag diesen intensiven Geschmack nach Thymian nicht, aber ein bisschen muss trotzdem sein und deswegen mache ich nur wirklich ein bisschen da rein. Das mache ich jetzt auch schon rein. So, hier obendrauf streue ich einfach so Mehl, einen richtig vollen Esslöffel. Und vermische das schon mal. Also Tomatenmark, glaube ich, mache ich noch mehr rein. Dann sage ich mal, drei Esslöffel sind da. Da kommt jetzt Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ich habe also 2,5 Liter Wasser habe ich genommen. Ja, jetzt hat das so ungefähr 5 bis 10 Minuten geköchelt. Ich habe jetzt noch nicht genau auf die Uhr geguckt. Zum Schluss kommt Knoblauch rein. Petersilie. Und Dill. Also das habe ich jetzt, Knoblauch habe ich 6 Zehen genommen, Petersilie und Dill, also richtig hohe Esslöffel, schon geschnitten, das ist frisch. Ja, und das mache ich jetzt alles aus und lasse es noch ungefähr 2, 3 Minuten ziehen. Ja, also das ist jetzt der Lagman, den wir in Kasachstan gemacht haben, zumindest habe ich das so gemacht. Und ja, allen hat das geschmeckt. So, das ist jetzt fertig. Das ist so, muss nicht zu dick sein. Auf jeden Fall kann man das auch einfach als Hauptgericht essen. Wenn ihr Lust habt, macht das nach. Bis zum nächsten Mal.